Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich schon versprochen habe, habe ich ein oder zwei oder mehrere Funkmikros gekauft. Hallo? Kannst du mich gut hören? Ja. Hallo? So, heute machen wir eine Sonderaufgabe. Oder wir haben heute, besser gesagt, eine Sonderaufgabe zu erfüllen. Und zwar, der Robert Geis hat mir geschrieben, er braucht für seine Tochter Davina ein Auto. Und wer ist da nicht am besten geeignet? Ich oder wie wir? Voraussetzung ist, extrem klein. Das muss wirklich sehr, sehr, sehr klein das Auto sein. Sparsam. Am besten Elektro, ja, weil in Monaco sind die Elektroautos sehr, 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 sehr beliebt und gibt es überall kostenlose Parkplätze. In Monaco an sich gibt es kaum Parkplätze, wirklich sehr, 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 sehr wenig Parkplätze. Und deswegen was ganz, ganz Kleines. Natürlich in der Schule, wo die Junge da mal hingeht, gibt es noch weniger Parkplätze als in Monaco selber. Ja, deswegen hat jeder so ein ganz, ganz, ganz kleines Auto. Und wir haben uns Gedanken gemacht und haben rausgesucht, ein Smart oder ein Renault Twizy. Twizy? Twizy. Das ist so die Wahl, die wir uns ausgesucht haben. Ich muss gleich den Robert noch anrufen und ihn fragen, welches Auto es am besten wäre. Und dann, ja, und dann legen wir los. Ich habe schon mobile Seite angemacht und. Und jetzt rufe ich den Robert an. So, also, ich habe mir schon gedacht, dass Robert uns die schlimmste Aufgabe gibt, die es gibt. Und zwar sollen den Renault Twizy umbauen. Ja, der muss richtig, also seine Aussage, der muss geil aussehen, ja. Ja, damit er nicht so lange im Video hier alles geht, habe ich schon ein paar von diesen Rennern rausgesucht. Ich habe hier einen ganz zufällig in Köln gefunden sogar. Die Frage ist, wo sollen wir da anfangen? Okay, verlieren wir keine Zeit. Wir fahren jetzt zu dem Händler hier. Das ist der Händler in Köln. Das Auto kostet 8000 Euro. Hat 8 kW. Achso, das geht glaube ich für 1000 Euro pro kW. Bei dem Auto. Das Auto hat 527 Kilometer gelaufen. Und hat 11 PS. 11. Mein Vorschlag ist, also von uns kommt Widebody Kit, ja, dicke HiFi-Anlage, schön Alcantara-Ausstattung. Dann welche Farbe wir dann nehmen für das Auto, weiß ich nicht. Es ist schwer, weil das Auto, da muss unsere Grafiker dran setzen und gucken, was da so abgeht. Wird nicht einfach. Okay, ich rufe sie an. Was? Ja, schönen guten Tag, Belzec hier, Prior Design. Ich rufe an wegen dem Twizy nochmal. Ja. Ja, kurze Frage, wenn wir jetzt losfahren würden, ich brauche so ungefähr eine Stunde. Eine Stunde sind Sie hier oder eine Stunde fahren Sie los? Ne, in einer Stunde wäre ich da. Also wir würden auch rote Kennzeichen nehmen und das Geld und dann, wenn das okay ist, ach, würden wir... Sie den heute mitnehmen? Mhm. Okay, alles klar. Gut, machen wir. Ja, ist das soweit aufgeladen? Weil wir haben keinen Hänger. Wir müssten mit dem Gerät nach Kap Lindford wiederkommen. Oh, soweit würden Sie fahren mit dem Fahrzeug? Ich bin damit noch nie gefahren, aber
Der fährt nur 80, ne? Der vorige, der hat mit einem Anhänger bekommen, ne? Mhm. Würde ich Ihnen auch raten. Aber müssen Sie selber wissen. Gucken Sie mal, was aufgeladen ist, dann sind wir gleich da, ja? Alles klar, vielen Dank. Bis gleich. Tschüss. So, sehr nett, die Dame. Ich habe schon gestern mit ihr telefoniert und habe so ein bisschen rumgefragt mit dem Auto. Die Dame empfiehlt uns, mit dem Auto nicht zu fahren. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich habe Angst. Ich habe gedacht, okay, das wird was. 80. Ja, der fährt ja 80, und ist okay. Ist okay, glaube ich. Glaube ich. Let's go. Wir fahren erstmal nach Köln. Heute ist es sehr, sehr, sehr kalt. Ja. Und das Auto hat keine Scheiben. Und Elektro. Ne? Wenn wir in Stau geraten, schieben wir das Ding bis nach Hause. Nein, wir nicht. Olli. Mal sehen, wer von uns beiden das Schon Auto fährt. Also wir werden hier Tic-Tac-Toe spielen. Also so. Mhm. Ja. Ja. Und dann gucken wir, wer das Auto fährt, wenn der mal 8 fahren darf. Apropos 8, gesehen. Schlüssel. Schade, dass man den Olli nicht sehen kann, was für ein Pelzmantel der hat. Und eine Mütze und alles. Ich glaube, er hat das Gefühl, dass er verliert gleich mit der Fahrt. Ne? Ich habe nur gesehen, wie leicht sie angezogen sind. Auch wenn ich verliere, sage ich, oh, ich kann doch nicht so fahren. Also geht nicht. Ja. Dann ist es gemein. Der hat mich erwischt. Tschüss. Guck mal, der lacht da hinten. Guck mal. Statt was zu verkaufen, weißt du, lacht er sich da kaputt da hinten. Spaß an der Arbeit muss sein. Oh, die passenden Felgen für den Twizy haben wir schon. Ja. Nein, ist teuer. Die kosten mehr als der Twizy. Oh, ist das kalt, Junge. Zum Glück habe ich so einen Sakko an. Sonst könnte man, ne? Wir sind verrückt, wie ich weiß. Sollen wir mit dem Rolls-Royce fahren oder mit dem A8? Ich weiß nicht. Womit fahren wir denn? Ich weiß nicht. Womit darf ich denn am Ende fahren? Also wenn du zurückfährst, ne, dann fahren wir den Sprinter. Na, wir nehmen den A8, unser Lieblingsauto. Mhm. Schließlich müssen wir eine Stunde lang fahren. Und wir können uns eine Stunde lang massieren. Ne? Außerdem ist es schmutzig, guck mal. So sind meine Jungs. Guck mal, wie kann das Auto vom Chef so schmutzig sein? Geht gar nicht. Stell dir vor, ich würde da vorfahren bei einem Star-Automobile und die sagen, du nicht. Nö. Guck mal, der Audi. Ah, guck mal der Unterschied. Rolls Royce, Audi. Den Audi habe ich auch gestern sauber gemacht. Ja, klar. Und Rolls Royce nicht, weißt du? Der Rolls Royce hat das nicht verdient, sauber gemacht zu werden. So, wir fahren unserem Baby Audi A8 nach Köln. Ja. Aber, ich habe was vergessen. Massage. Ja. Musik läuft noch ganz leise. Und die Musik läuft ganz leise. Das darf gar nicht sein. Man darf nämlich in den Videos keine Musik veröffentlichen. Oder wenn man die veröffentlicht, muss man die kaufen. Ja. Genau. So sieht's aus. Ich bin gespannt, was das für ein Autohaus ist. Ja, habe ich noch nie davon gehört. Die Bewertungen bei Mobile sind sehr gut. Ja. Ich bin gespannt. Die Verkäuferin ist eine Frau. Bin gespannt. Ich habe noch nie ein Auto bei der Frau gekauft. Ohne Absicht. Also irgendwie sind meistens nur Männer im Verkauf. Ja. Finde ich cool, ein bisschen Abwechslung. Jo. Ne, Olli? Mhm. Ja. Wir sollten auch, glaube ich, ein paar Frauen bei uns im Verkauf einstellen. Also, wir fahren gleich den super, super krassen Renault Twizy. Die Verkäuferin hat gesagt, das ist ein Twisty. Twisty. Oder hat die Twizy, ne? Twisty. Ja, ja. Nein, Twizy. Oder Twitty? Twizy. Irgendwie sowas hat die gesagt. Fand ich lustig.
lustig und gleichzeitig sympathisch. Ne? So ein bisschen wie ich. So. Der Olli schweigt. Ich zu sagen, ja, Chef, du hast recht. Schweigt er lieber nicht, atmet nicht. So, auf jeden Fall, wir haben da jetzt 28 Kilometer. Und das Wetter sieht doch gut aus für Olli. Wenn wir das Auto kaufen, wird's kalt. Bin ich die Schuld, wenn ich krank bin? Ja, der nimmt ja Krankschein. Nimmt er auch so, auch wenn er nicht krank ist. Hey Olli, ja? Ich habe eine Frage. Welche? Warum fährt eine Straßenbahn auf dem auf der Autobahn? Also für mich, was ist das? Das ist auch diese Straßenbahn, da kannst du in dem Auto so stehen und dich festhalten. Also das, Mann, das ist kein schönes Auto. Also da fahre ich lieber ein Twizy ohne Fenster. Glaube ich. Sieht echt gut aus. Sehr groß. Sehr aufgeräumt. Komm, lass uns reingehen und gucken, was da so abgeht. Mhm. Nehmen wir alles mit. Wir sind hier angekommen in Köln bei Star Automobile. Und jetzt werden wir uns das Auto anschauen. Den Renault Twizy. Ob das so ist, wie in der Beschreibung bei Mobile alles stand. Na, ich bin gespannt. Komm, wir gehen ein bisschen rein. Das ist das Baby. Davina, ich glaube, du hast uns die schwierigste Aufgabe gegeben, beziehungsweise dein Vater, das Auto umzubauen. Ja? Also ich glaube, aus diesem Apparat kann man wirklich nicht viel machen. Aber wir versuchen. Ja? Wir geben uns die Mühe und machen erstmal eine dicke Probefahrt und gucken, wie der abgeht. Ja? Bis gleich. Also eins muss man sagen, der hat richtig schöne Lamborghini-Türen, ja. Echt? Ja, Flügeltüren. Ja, der Flügeltüren, ja. Ja, ich denke mal, als Basis ist das so ein Gerät, oder? Ja, ja, so ein Gerät ist das, ja, ja, klar. Wir fahren jetzt eine Probefahrt und dann berichten wir gleich, ob wir den gekauft haben oder nicht. Okay, dann mach mal. Alles klar. Handel gut. Okay, bis gleich, ciao. So. Das hat Robert gesagt. Ne? Wir sollen auf jeden Fall tiefer machen, breiter machen, Farbe wechseln, Interieur, Exterieur. Also im Prinzip bleibt hier nichts über, außer die Logos. Ja? Und vielleicht die machen wir als Idee, vielleicht behalten wir es im Kopf, Hinterkopf, Olli, machen wir die in, mit Swarovski-Stein. Ja? Das hat wirklich so, so einen kleinen Akzent setzen. Wäre geil. Wäre geil, ne? Mhm. Ja. Okay, lass uns eine Probefahrt machen. Also ich habe richtige Lambo-Türen hier. Guck mal, wie ein Fenster. Robert, was hast du für eine Aufgabe gegeben hier? So ein Apparat. Guck mal, was geiler ist, ne? Normalerweise hast du immer die linke Hand richtig braun, die rechte nicht. Hier bei dem Auto, ja, kann man wirklich beide Hände, beide Bogen raus. Das wird, glaube ich, die lustigste Probefahrt, die ich jemals gemacht habe. Lambo. Vorteil ist, man kann von beiden Seiten aussteigen, ne? Ja, ist wirklich so. Ich kann mal links und rechts aussteigen, wie bei der Straßenbahn. Ja. Da kann man sich auch hinten reinsetzen. Ich weiß noch nicht, wie. Hier? Ja. Warte, wie viele Gurte hat das Ding? Hat hier eins, Achtung. Hier eins. Hier eins. Kann man eine ganze Familie mitnehmen. Wie Achterbahn. Die Achterbahn, ja. Krass. Hier ist alles Plastik, ne? Also es wird viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Aber das schaffen wir schon. Boah. Das ist was für kleine Leute, nicht für große Leute. Hier kann man von innen so eine zweite Plexiglasscheibe kaufen und ein paar Fische rein tun. Das geht auch, ja, haben wir so ein Aquarium. Jack. Geiles Ding. So, jetzt fahren wir erstmal eine Runde durch Köln. So, ich habe meinen Schlüssel. Es wird lustig hier.
Ah, da ist er schon an. Okay. Komm mal Tor auf. Gott, mach das Tor auf. Achtung! Gefährt! Junge! Also? Cool, war. Olli, ich glaube, die Rückwärtskamera ist hier kaputt. Echt? Da hat er gar keine. Perfektes Beispiel für. Hat er eine Handbremse? Perfektes Beispiel für Monaco, ne? Wenn man jetzt hier aussteigt. Oh ja, guck mal, gut, das ist praktisch, guck mal. Kannst du mich sehen? So sieht's aus, nicht anders. Guck mal, schon geil. Lustig. Lustiges Auto, schönes Auto, Mädchenauto. Ja, komm, wir sagen Tschüss und dann fahren wir nach Kamp-Lintfort. Okay. Wir haben eine Stunde Fahrt vor uns. Wir werden das Auto auf jeden Fall chippen. Ja? Komm, Olli, gib mal Gas oder kommst du mit dem A8 nicht nach. Achtung! Juhu! Nicht geschafft mit dem Twizy und mussten unserem Abschleppdienst anrufen, den Roland, und der muss wieder uns aushelfen, ja? Weil der Twizy hat nur 45 Kilometer Reichweite auf der Autobahn und das wussten wir nicht. Und bis nach Köln ist 85. Man sollte vielleicht erstmal die Datenblätter durchlesen, ja? Dass man mit so einem Auto nicht so weit fahren darf. Ja? Deswegen, ja. Wir laden den auf und fahren nach Kamp-Lintfort mit dem gelben Engel. Ja, das sieht so komisch aus. Junge! Hast du drei PS? Sag stopp! Ja, weiter, komm los! Geht nicht! Ah, halt ihn jetzt fest! Mama! Der geht nicht weiter! Ehrlich gesagt? Ich hab Vollgas! Nein! Ich hab Vollgas! Soll ich dir helfen, oder? Nein, Gott nicht. Also dieses Auto ist definitiv nicht für die Autobahn gedacht. Hat das Handbremse, das Ding? Ja, sehr. Und Lamborghini. Wow. Lamborghini-Tür. Das ist das 24 Zoll Felge. So, Chuck, soll ich Handbremse ziehen? Wie soll man das Ding festmachen? Mit Kabelbinder. Aber weißt du, bleib mal bitte noch drin, ja? Und brems mal, weil ich muss die Rampe noch erst rein. Ich habe einen anderen Plan. Ich bleib ja. Wie auf der Kirmes so. Er geht jetzt fast zum Kabel. Oder mit Kabelbahn oder mit Kabel, da kannst du es machen. Das ist natürlich nicht gut. Nicht gut.